Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben heute Donnerstag. Moment mal, ich sehe gerade unsere Grafik im Hintergrund. Die fehlt noch. Heißt, die Präsi ist noch nicht gestartet. Jetzt haben wir es. Alles klar. Wir sehen es. Hinten steht Tina ruft Pelosi und nun schon auf den Plan und die Party geht weiter. Das ist gestern die News des Tages gewesen, nachdem die Indizes ja... Direkt äh, nach dem, äh, sag ich mal, nach, dem, nach, der, nach der tollen TV-Debatte, die wir in den USA erleben durften, ähm, ja, die Reaktion war nicht die beste. Es äh, ist aber nicht unnormal, dass nach äh, so einer Pressekonferenz, äh, nach der ersten die Märkte, äh, nicht gleich euphorisch in eine Richtung gehen, sondern erstmal ein bisschen unheitlich, einheitlich sind. Aber dann, liebe Leute, ist was passiert. Das hatten viele so nicht auf den Schirm. Ich hatte das, ähm, ich glaube, am Dienstag in meinem Wall Street Traders Land schon mal erwähnt. Ähm, zum Thema Wahlkampf, äh, zum Thema großes Wirtschaftsstützungspaket, wo ich gesagt habe, naja, das wird man sich wohl äh, wirklich für nach der Wahl aufheben, damit man sich auch ein paar Punkte auch dann für die Schulter äh, mit aufschreiben kann. Hier Schulterklopfen, wir haben es geschafft, da ist Donald Trump ja Meister drin. Äh, das sind die Dinge, natürlich, die haben wir da und die stehen auch auf dem Tisch. Und ich hatte aber gesagt, möglicherweise gibt es irgendwie eine Kleinigkeit, dass man auch, äh, sage ich mal, weiter zusammen am Tisch arbeitet. Und Pelosi Man ähm, musste halt irgendwo auch versuchen, mit München wieder zurück an einen Tisch zu kommen, weil die Differenzen, die sind schon extrem weit auseinander. Das ist dann gestern passiert. Es gibt sozusagen das Gerücht, dass es ein kleineres Wirtschaftspaket geben könnte. Das beflügelt die Märkte. Und was auch wieder auf dem Tisch ist, da hatten wir sogar vor meinem Urlaub, vor dem Sommerurlaub drüber gesprochen, ähm, da hatten wir die Tatsache, äh, dass wir sozusagen. Diese Arbeitsstützungspaket äh, hier an dieser Stelle, das Paket für äh, die Unterstützung der Arbeitslosenhilfe, das sind ja vor dem Sommer 600 ähm, Dollar pro Woche gewesen. Dass das wieder auf den Tisch kommt und egal was dabei rauskommt, alles was sozusagen den, den, den Empfängern solcher Maßnahmen zugute kommt, stützt natürlich auch die Wirtschaft, stützt den Konsum. Und wir sind vor Weihnachten, wir wissen genau wie wichtig der Konsum in den USA ist und das sind Dinge, die die Märkte natürlich ähm, ja, beflügeln, zumindest mal kurzfristig. Quasi kauft man das Gerücht, dass da was kommen wird. Das ist natürlich die Nummer gewesen und das äh, ist eine gute Erklärung, was gestern an den Märkten ähm, passiert ist. Und da musste ich gestern Abend schmunzeln. Ähm, Börse vor acht. Die Leute, die mir im Seminar zugehört haben, die wissen, was ich meine, dass ich das äh, ja immer mal gerne schaue, einfach äh, um umzuschauen, äh, was denn hier bei uns in Deutschland alles so an der Börse passiert und was den Leuten äh, so wichtig ist. Äh, da war gestern Kiovac mit einem Plus von 0,9 genannt worden, als als äh, ja, guter Tagesgewinner. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir hier jeden Morgen bei Tickmill aus den Märkten ziehen können, dann sehen wir mal, aktiv zuschauen lohnt sich. Und das machen wir jetzt auch, indem wir. In die weiteren Details reinschauen. Zuvor allerdings, wie immer, der Risikohinweis: bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, das wäre äh, schon mal geklärt. Uh, und an dieser Stelle äh, natürlich äh, möchte ich sagen, jetzt geht es rein in das, was wir immer auf der Uhr haben. Nachrichten, die Märkte heute mit Blick in Euro-Britisches Pfund, Euro-Austral-Dollar und Euro-Norwegische Krone und natürlich auch den ein oder anderen Wunschmarkt an dieser Stelle. Also das kriegen wir durch. Ich kriege gerade auch genannt, ähm, dass wir eine... Tondoppelung haben. Ja, mal schauen, ob das weggeht. Ich habe mal gerade was verändert technisch. Ich hoffe, dass das passt. Ansonsten, Ton ist schlecht. Ich muss mal gucken, was hier in Zoom los ist. Sorry dafür, Leute. Ähm, irgendwas passt mit Zoom noch nicht, aber das kriegen wir alles hin. Danke für die Rückmeldung. Das ist mir an dieser Stelle auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass das da kommt. Und wie schon gesagt, wir kriegen das irgendwann gelöst mit den ganzen äh, Dingen. Und ich hoffe, dass man das alles irgendwo mit hinbekommt. Gut. Wird ein bisschen dauern, weil wir es mal morgens testen, aber das kriegen wir auf alle Fälle auf die Reihe. So, wir machen jetzt weiter mit den Märkten an dieser Stelle. So, wartet mal ganz kurz. Ich probiere mal ähm, das Ganze hier an dieser Stelle äh, weiterzumachen. Mit dem Blick in die Märkte. So, also rein in die Charts und wir starten hier mal durch mit den Währungen. Ach, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Also, ich würde mal sagen, erstmal Bild groß und dann. Ähm, schauen wir mal, dass wir hier reinbekommen. Zunächst erstmal das Währungspaar Nummer 1, was ich heute im Blog auch mit reingeschrieben habe. Äh, und zwar das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Das haben wir hier und das geht jetzt natürlich direkt auf die Uhr. So, also da rein und dann geht das los hier. Und zwar Euro-Britisches Pfund haben wir jetzt da ähm, im äh, Stundenchart. Wir brauchen allerdings das Ganze hier auf Tagesbasis. Da möchte ich erst einmal reinschauen in diese Richtung. Ähm, und das ganze hier äh, natürlich ähm, sozusagen an einer Stelle wo wir verortet sind ja das heißt an diesem Punkt sind wir hier wir sehen es ganz ganz klar mit drinnen ähm, in einem abwärtstrend verortet ne? ist klar ersichtlich der Markt schlängelt sich schön nach unten ja und hier muss man schauen was passiert die richtung ist ganz klar wir sehen es an dieser stelle vorgegeben erst einmal nach unten das heißt die trendrichtung auf tagesbasis im kurzfristigen bereich hier wir sehen es sehr sehr schön läuft nach unten und jetzt kommt das aber ja das aber ist wir müssen immer noch das support level mit reinbringen wir haben gesehen wir haben einen schönen aufwärtsgerichteten gerichteten Korrektorschub gehabt. Hier oben rein in den Marktbereich von 0,9156 ging es rein. Ja, wir sehen hier oben auch noch die kleineren Linien liegen. Die sehen wir dann auch gleich, wenn wir in die kleineren Zeiteinheiten starten. Aber hier an dieser Stelle, schaut mal. Das ist ein Support-Level hier unten. Wir haben es gesehen, der Markt ist zwar hier drunter gespeigt, hat einen Tief gemacht bei 0,9025, aber danach direkt wieder hochgedreht. Und das ist hier der Punkt, der ist sehr, sehr interessant. Denn hier in diesem Support-Level können wir durchaus auch nochmal einen Umschwung bekommen. Und das ist dieses Spannungsmoment, was immer wieder für uns Trader so immens wichtig ist. Wenn wir jetzt hier an diesem, in diesem Bereich des Tagestiefs von gestern nur... Eine kleine Korrektur bekommen, eine kleine Gegenwägen und dann den Schub nach unten sehen, das ist ein Schwächezeichen und das zeigt uns, dass dieser Schub nach unten weiter fortgesetzt wird und dann kommt es relativ schnell dazu. Test vom Zwischentief um die 0,9025 und danach, wir sehen es im großen Bild, ist der Weg erst einmal frei hier unten in dieses große Auffanglevel um die 0,8865 und das sind die Bereiche, die wir hier drüben schon mal gesehen haben. Im Mai war das ein wichtiger Testbereich und hier drüben, wo war es gewesen? Im ja, September ebenfalls. Das ist interessant und wenn wir das an dieser Stelle halten, dann kommt noch ein ganz, ganz anderes Blick mit ins Bild, nämlich das ganz große Gesamtbild. Und das große Gesamtbild, wenn wir uns das mal ähm, mit aufspielen wollen, hier im Endeffekt hat das hier unten ja angefangen, an dieser Stelle zu, äh, sage ich mal, zu schlängeln, nach oben zu laufen. Und jetzt schaut mal, was hier gekommen ist. Das war die Korrektur, dann ging es hoch, es wurde kein neues, kein neues höheres hoch gemacht. Heißt also eine Korrekturausweitung bis hier unten rein, dann Kursanstieg, Trendfortsetzung, ja, da kommt dann irgendwann hier oben diese Marke von 0,95 wieder mit ins Spiel, wenn wir mal rumdrehen und das was wir hier jetzt sehen, ist im Kontext dieses ganzen großen nur die Korrektur. Und hier diese Marke, wo wir gerade aufgesetzt sind, um die Marke von 0,96, das ist das Drehlevel, wo wir gut Dynamik hier auch oben mit reinbekommen haben, wo wir auch kurz hier gehalten haben und dann den Schub bekommen haben. Das sind halt diese interessanten Level und das bringt uns jetzt halt auch die Chance ins Spiel, dass man sich nicht nur auf diesen Abwärtstrend beziehen muss, sondern auch sagen kann, wenn wir hier eine Umkehr bekommen, könnte da eine Chance da sein, ein höheres Tief zu machen. Und dann nach oben zu streben. Über diese Level hier oben drüber. Und das ist das, was wir uns jetzt gleich mal im Kleinen mit anschauen. Das heißt hier an dieser Stelle, das ist der Trendverlauf der Stunde. Und was sehen wir hier im Trendverlauf der Stunde? Wir sehen ganz klar, der Markt will hier runter. Ich mache es euch mal rein hier an dieser Stelle. Kleinen Augenblick. Den kleineren Zeitrahmen und den großen. Schaut mal. Groß ist. Abwärts gerichtet. Ne? Klein schwingt auch nach unten. Und wir sehen hier in diesem Kontext ganz klar eine Sache. Dieses Level hier um die 0,91,56 ist ein wichtiger Drehbereich und der ist halt mehrfach als Widerstand getestet worden. Deswegen sind wir hier auch runtergeflogen. Aber das ist das, wo ich sage, wo haben wir denn die Chancen? Und die Chancen für die Long-Seite, die haben wir jetzt ganz klar auf der Uhr. In dem, was wir hier unten sehen. Schaut mal, wenn wir hier tatsächlich eine Art Bodenbildung bekommen, haben wir eine Chance nach oben zu laufen, wenn es ein Boden wird. Und dann kommen natürlich die höheren Level wieder mit in, ins Spiel. Und das ist der Punkt, wo wir gerade drauf stehen. Hier unten abprall nach oben über diese 08, äh, 090. Wartet, ich ziehe es euch mal runter hier. Über dieses Level drüber hinaus. Dann haben wir erstmal eine kurzfristige Abwärtsdynamik rausgenommen, bestätigen nicht das Abwärtsbild von gestern. Und das wäre dann das Szenario höheres Tief und dann geht die Post nach oben. Wenn wir schauen wollen nach oben hin, wo haben wir Anlaufpunkte? Ganz klar erst einmal bezogen. Ich weiß, das ist jetzt eine weite, weite Range hier an dieser Stelle zur Oberseite hin. Aber wir sehen, sowohl nach unten als auch nach oben haben wir doch dynamische Chancen. Und wenn die zurückkommen, spielt der Markt sowas halt auch immer wieder. Das haben wir zuletzt ja auch im DAX gesehen. Und das sind jetzt die Marke. Obendrauf, wenn wir hier die 09156 überschreiten sollten, ist halt noch mehr Potenzial da. Ja? Heißt also hier, Bezug auf die kleinen Zwischenhochs um die 0,91,68 und hier die 0,91,8 und dann natürlich dieser größere Abverkaufsbereich, die 0,92,2. Das sind die Dinge, die wir hier sehr schön sehen können und das heißt halt hier unten durch. Und wenn man hier innerhalb dieser Bandbreite, die wir hier sozusagen haben, also hier unten zwischen diesem Bodenbildungsversuch und oben den Deckel, dann sieht man halt auch da gibt es Anlaufbereiche die durchaus interessant sein könnten ja und das sind dann diese Marker hier wo wir schön sehen diesen Umdrehbereich und dieser Umdrehbereich der ist halt auch vorhanden und das ist ein schönes zwischenzeitliches Anlaufziel, was wir hier durchaus haben. Und weil das so interessant ist, auch für das kurzfristige Trading, müssen wir natürlich an dieser Stelle auch nochmal reinschauen in das, was in den Kleinstzeiteinheiten passiert. Das heißt, ich schalte jetzt mal kurz um in den 5-Minuten-Chart. Und hier sehen wir in den 5 Minuten schön den Versuch der Bodenbildung. Und hier sehen wir es halt auch, wenn wir hier über diese Marke hier bei 0,90, 0,90,88 ähm, drüber laufen, dann haben wir hier definitiv mal einen aufwärtstrendenden Markt. Kleinen, ne, und der hat dann die Chancen oben reinzulaufen. Und da sehen wir schön die Marker, wie ich sie gerade auch angezeigt habe. Hier oben dieser starke Umkehrbereich was jetzt auch mit da ist und dann hier im kleinsten Bereich sehen wir auch noch hier unten dieses Level bei 0,9112 in etwa das sind die Marker für das kurzfristige Trading und wenn wir hier die Dynamik reinbekommen sind das durchaus sehr gute Chance Risikoverhältnisse die wir hier finden können für die kurzfristigen Trades also Euro britisches Pfund besprochen gute Chancen auf beiden Seiten wir müssen nur schauen was der Markt hier spielt und damit bleiben wir mal noch bei den Währungen und zwar gehe ich zuerst einmal in einem Währungspaar, das wir hier doch sehr, sehr selten besprechen. Aber ein Währungspaar, was sozusagen durch diese schönen, dynamischen Kurszuwächse äh, doch auf dem ein oder anderen Kurszettel ähm, oder zumindest mal auf der einen oder anderen Watchlist gelandet sein könnte. Worüber spreche ich? Wir sehen es hier im Hintergrund schon, das Währungspaar Euro-Norwegische Krone. Und warum sprechen wir das Währungspaar an? Ja, ich zeige es gleich rein hier an dieser Stelle. Schaut es euch an, was wir hier liegen haben. Wir haben hier einen erstmal abwärts gerichteten Markt nach unten hin, aber die Abwärtsrichtung wurde aufgehoben. Heißt also an dieser Stelle, ich skizziere es mal eben, was ich damit meine. Und zwar schaut mal das hier runter, rauf, runter, rauf. Klassischer Abwärtstrend. Ne? Hier nochmal ein neues Tief geschrieben. Ja, und dann, was haben wir hier? Da oben. Hier, das war der Korrektur-Hochbereich, und jetzt guckt es euch an: Bewegung, Korrektur, Bewegung über dieses Level. Jetzt geht es runter. Das ist die korrektive Phase hier in so einer schönen, ich mache es mal weit, ich zeichne es mal weit in den Chart an, in einer schönen engen Range zur Unterseite hin. Und das ist jetzt der interessante Punkt an dieser Stelle: Der Ausbruch aus dieser Range, das ist das, was ich hier definitiv auch auf der Uhr habe für die Long-Seite, aber. Die Longseite ist nur eine Option, die Shortseite ist natürlich auch noch da, aber ich will noch mal ganz kurz auf die Longseite zu spielen kommen. Wenn wir hier tatsächlich rumdrehen, haben wir Anlaufpunkte oben. Schaut mal, einmal da und einmal da. Und die Stelle, in der wir jetzt verharren, wenn wir uns dort wichtigerweise nicht zu lange unten drunter aufhalten, ist auch das ein wichtiger Marker. Und zwar hier. Das Level hier ist das ehemalige Verkaufslevel oder ist ein ehemaliges Verkaufslevel, wo dieser Rutsch nach unten auch initiiert wurde, dieser Trendbildungs. Ne? Hier ist der Abwärtstrend entstanden. Ein ganz, ganz wichtiges Level. Da sind wir drüber gelaufen, da kam jetzt Verkauf drin. Und wenn wir jetzt hier einen Auffang bekommen, dann haben wir schon die Chancen gut nach oben reinzulaufen und das Ganze dann hier nach oben aufzusetzen und dann haben wir die Potenziale schon mal da. Also wenn wir hier auf die Longseite traden, haben wir durchaus nach oben hin ein paar schöne Auffangbereiche, die wir mit auf der Uhr haben sollten. Was jetzt an dieser Stelle natürlich wichtig ist, ähm, dass wir uns mal eben kurz auf den kleineren Trendverlauf beziehen, nämlich das, was sich hier hochschlängelt. Ich mache das mal auch in grün, damit man gut sehen kann, dass das der Aufwärtstrend ist und das schauen wir uns dann nachher in Kürze direkt auch noch im Stundenchart an. Also hier, schaut mal, hier ist es zur Trendentstehung gekommen und diese Trendentstehung hat den Markt dann schön nach oben gebracht. Und jetzt, wie schon gesagt, schönes korrektives Level an dieser Stelle und damit haben wir schon mal die Richtung auf Tagesbasis da. Und jetzt schalten wir hier einfach mal um in die Stunde und da sehen wir das Ganze, wie es nach unten läuft und wo mögliche Auffangbereiche sind. Wartet mal, ich mache euch mal kurz die vier Stunden an. Da sehen wir ein bisschen mehr Historie und es ist nicht zu klein. Also wir haben hier schöne Auffangbereiche. Das heißt, das heißt, was wir hier momentan natürlich ganz klar sehen, ist, dass wir hier einen Markt haben, der korrektiv nach unten in einem Trend läuft. Ne? Also hier Bewegung, Korrektur runter, Bewegung hier hatten wir die Aufwärtsdynamik rausgenommen. Hier gab es nochmal ganz kurz ein neues Hoch und dann hat der Markt nach unten gedreht. Wo sind Anlaufpunkte? Anlaufpunkte, ähm, ganz klar, das sind die sogenannten Unterstützungszonen und ich sage mal, eine wichtige Unterstützungszone innerhalb eines Trends, gerade wenn er so jung ist wie das, was wir hier in Euro-Norwegische Krone sehen. Das an dieser Stelle hier. Schaut es euch an, das ist der Punkt. An dieser Stelle, da ist der Trend entstanden. Das ist ein schönes Support-Level. Ja? Und das hier an dieser Stelle ähm, ist mal der Kursbereich hier um das Level von, kurzen Augenblick, da haben wir es. Ähm, naja, knapp 10,80 ist durchaus da, ist durchaus Auffangbereich. Was mich als Händler jetzt interessiert ist, was macht die währung denn hier oben in diesem größeren support das heißt hier als wir hier oben drüber gelaufen sind über dieses wichtige level das ist ja jetzt kein widerstandslevel mehr sondern das ist ja jetzt definitiv ein support level und da wäre es schön zu sehen wenn wir direkt wieder stärker reinbekommen wenn das passiert hier Abprall-Szenario nach oben hin das wäre eine schöne Umkehr, dass man dann direkt die Long-Richtung mit reingehen könnte. Also, das sind mal die Marker, die wir hier definitiv haben. Und wenn wir das aus jetziger Sicht mal äh, im Kleinen sozusagen sehen wollen, ich mache mal wieder den 4-Stunden-Trend an, dann sind auch nach oben hin Anlaufpunkte schon ganz klar, wenn wir rumdrehen. Selbstverständlich hier, schaut euch das mal an. Oben die Marke von 11,11, ähm, 11,12 11, in etwa. Und dann haben wir schon das Zwischenhoch hier oben um die <laughs> Marke von ähm, 11,18. Das sind kurzfristige Anlaufmarker, wenn wir hier von unten wegkommen und wenn sich das bewahrheitet dann haben wir natürlich das offen, was wir gerade auf tagesbasis auch gesehen haben das heißt schon locker mal luft erstmal zunächst bis hier oben in diesen Bereich rein bis an dieses Zwischenhoch hier drüben an dieser Stelle das ist der Bereich um die Marke von 1147 das ist die ersten Anlauflevel auf der Oberseite und wie schon gesagt sollten wir doch etwas tiefer fallen erster Auffangpunkt hier die Marke von knapp 10 80 in Währungspaar Euro-Norwegische Krone. So, das wäre das. Und dann schauen wir jetzt auf das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Auch das eine sehr, sehr interessante Story. Weiterhin verortet in einer Range. Wir sehen es hier. Unten an dieser Stelle ganz klar Deckel oben drauf und Boden unten drunter. Das heißt hier an dieser Stelle mache ich es mal kurz größer. Wo liegen wir hier im Moment? Wir liegen im Moment ähm, ja im Median der Range. Auch das ist interessant. Sollten wir hier jetzt eine Umkehr bekommen, haben wir gute Chancen, die Range nach oben hin ein neues Mal anzutesten und dann vielleicht tatsächlich oben auszubrechen. Ansonsten heißt das aber auch, wenn das Median der Range abverkauft wird, dass wir gute Chancen haben, zur Unterseite zu, 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 zu laufen. Das ist wiederum der Punkt, der die kurzfristigen Trader hier auf den Plan auch rufen kann. Das heißt an dieser Stelle, wenn wir hier tatsächlich jetzt den Abwärtsdruck weiter reinbekommen, ähm, dann können wir schön den Weg nach unten begleiten und die Ziele auf der Unterseite suchen. Das heißt hier die Kurswerte rein in den Bereich um die 1,68 bzw. hier, wenn wir das mal weiter runternehmen wollen, hier. Das wäre mal unten ein schöner Anlaufpunkt, den wir hier an dieser Stelle haben, den wir durchaus kurzfristig mit auf der Uhr haben können, um das Ganze schön nach oben zu schieben. Also die Linie, wo wir gerade sind, ist da sehr, sehr wichtig. Bevor wir jetzt in die Stunde reingehen, würde ich ganz gerne mal noch ganz flott hier an dieser Stelle in äh, den größeren Bereich gucken. Das heißt, ich klicke mal kurz die Woche an, nur um mal zu sehen, wo wir ranlaufen können, wenn wir tatsächlich es schaffen, über... Dieses Range hoch drüber zu laufen, dann haben wir deutliche Anlaufmarker hier drauf. Und da kommen halt auch ein paar Wochenhochs mit rein, beziehungsweise etwas, das wir gut auch im Tagestrendverlauf sehen. Und zwar hier oben, diese Marker, schaut es euch an. Ich habe es mal dran gemacht hier. Die Level, die sind ganz klar ersichtlich und ganz klar planbar auch an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir hier raufgehen, hier, schaut mal, da haben wir gute, planbare Anlaufpunkte, ähm, die wir durchaus für die Longseite mitnutzen können, wo Dynamik reinkommt. Das wird wichtig an dieser Stelle, ja, auf alle Fälle. Und das wäre dann halt auch ein Zeichen, wenn der Euro an Stärke gewinnt dass die Kurse hier wieder ansteigen, das ist das Hochinteressante. Also hier oben drüber hinaus, das wäre gut zu sehen. Und wie schon gesagt, wenn wir tatsächlich jetzt aus dem Median heraus schon umdrehen, dann könnte es durchaus hier zum nächsten Test oben raufkommen und diesmal vielleicht durch die Decke gehen. Auf der Uhr bitte behalten, was hier passiert. Und damit schalten wir jetzt mal eben kurz in den Stundenchart mit um, damit wir mal sehen können, was hier los ist. Ich muss das mal kurz zusammenraffen hier. Da sehen wir nämlich die Bedeutung des Medians. Ne? Hier sehen wir drunter gerutscht, rangelaufen, abgeprallt, rangelaufen, abgeprallt und dann ordentlich drüber. Das heißt, egal wie es kommt, wenn wir dort Action bekommen, hat diese Action meistens dazu geführt, dass der Kurs in die Richtung ähm, der Begrenzung gelaufen ist. Das heißt, dass wir hier nicht versagt haben. Haben, sondern dass wir tatsächlich, wenn es drüber ging, durchgelaufen sind bis nach oben und wenn es drunter ging, dass wir durchgelaufen sind bis fast ganz unten. Und das ist jetzt der Fall. Hier hinschauen, fallen wir durch, haben wir gute Chancen, dass sich das Abwärtsbild fortsetzt und wir hier unten reinlaufen können. Ich schalte jetzt mal kurz in den 4-Stunden-Chart um, damit wir ein bisschen besser erkennen können, wo es ranläuft. Und wenn wir jetzt tatsächlich weiter die Schwäche unten rein bekommen, tja, Leute, dann haben wir Anlaufpunkte und zwar hier. Der nächste Anlaufpunkt wäre mal dieser Bereich hier um die ähm, 16263 in etwa, also hier dieser Schwungbereich. Dann haben wir im ganz, ganz Kleinen hier diesen Umdrehbereich, als wir hier eine Weile verharrt haben, also da zwischen 1,62 63 und 1,62, naja, was haben wir hier? 47, 48, Da ist ein Band durchaus sehr sehr interessant wenn das bricht allerdings auch dann ist der weg nach unten weitergebend. und schaut mal wir haben hier so viele kleine Anlaufpunkte die wir aus dem trendigen Verlauf rausnehmen können dass der Bereich um die 161,80 durchaus auch ein Bereich ist wo wir schöne schöne Anlaufpunkte bringen können die durchaus Schub zur Unterseite unterstützen können das der Blick in Euro Australia zur Unterseite ja und jetzt habe ich ja gesagt das Median ist auch immer wieder gut dafür, dass wir rumdrehen können. Und auch für das Rumdrehen haben wir interessante Anlaufmarker. Nämlich schaut mal hier oben, hier, Moment, ich mache es andersfarbig, die höhere Seite. Und die haben wir natürlich auch wieder interessanterweise auf der Uferanstiege. Das heißt hier die Umkehr über die 1,63, 76 drüber. Das ist dann das, was uns nach oben bringt. Erstes schönes Anlauflevel hier. Trendfortsetzungsbereich um die 16405. Und dann, wenn es ordentlich nach oben geht, kräftig, dann haben wir auch noch was an Anlaufpunkt, bevor wir den Widerstandsbereich oben mit reinkriegen. Die 016514 äh, hier oben. Das sind die Bereiche, die wir schön sehen im Euro-Austral-Dollar. Und damit hätte ich die drei Währungspaare für heute besprochen. Ähm, was jetzt auf der Uhr ist, gerne ein Blick in die Indizes bzw. Hier an dieser Stelle noch mal kurz rein ähm, in äh, die Fragen, die wir hier haben. Fragen haben wir heute keine. U <laughs> oi, oi, oi. Ich sehe Zoom. <laughs> Ich will nicht sagen, erregt die Gemüter, aber ich sehe schon, ähm, irgendwie gibt es doch massive Tonprobleme in Zoom. Wir müssen mal schauen, an was das liegt. Ähm, das äh, kläre ich mal ab. Das äh, müssen, wir, müssen, wir, müssen, wir, müssen wir mal schauen, äh, woran das liegt. Äh, Elena, ich habe mal die Bitte, dass du mal hinten dran mitschaust. Ähm, ich äh, gelobe da Besserung, ähm, nur bestimmte Dinge liegen nicht in meiner Hand, aber das kriegen wir auf alle Fälle hin. Also bleiben Sie auf Zoom mit dran. Ähm, es wird wieder Besserung geben. Ich habe ja ein bisschen das Konzept umgestellt. Dass man einen anderen äh, sozusagen visuellen Eindruck auch in Zoom bekommt. Äh, wenn das nicht funktioniert, gehe ich zurück zu dem, ähm, was bis dato funktioniert hat. Nur ich habe halt die Rückmeldung bekommen, dass dieses Format halt gut ankommt und das mit den Tonproblemen bekommen wir noch hin. Aber ähm, wir kriegen das definitiv irgendwo in den Griff. Gut, also, damit hätten wir Euro Australdollar besprochen. Was wir jetzt noch machen, ist der Blick in die Indizes. Natürlich hier, wir haben es jetzt kurz vor neun. Was macht der DAX? Wir gucken rein, was passiert ist. Der ist aus der Liturgie von gestern erwacht. Wir sehen es hier ähm, ganz klar drinnen hier. Gestern stark der Abverkaufstag und ich will jetzt nur mal ganz kurz, Leute, schaut euch mal kurz an, was wir hier hatten. Guckt euch mal den DAX an von gestern und guckt euch jetzt mal den Dau an hier. Keine schwarze Kerze, sondern eher eine schöne, steigende Kerze. Klar, Schwankungsbreit. Das ist an solchen Tagen nach solchen, ähm, sage ich mal, Ereignissen wie äh, diese Fernsehdebatte eine ganz, ganz klare. Schauen wir mal kurz auf den SP 500, das Ganze auch im Tageschart. Sieht genauso aus. Also ähm, durchaus gut gelaufen hier in den USA und wir sehen auch die Dynamik geht weiter nach oben und der DAX hatte gestern halt die Abverkaufkerze und jetzt rennt der DAX sozusagen den US-Vorgaben hinterher und das ist das wirklich sehr sehr interessante was wir hier haben denn wir haben hier die Chance auf die Bildung eines kleinen Aufwärtstrends das heißt ich skizziere es mal ganz kurz bevor wir uns die Stunde auch anschauen und zwar schaut es euch an wir kommen hier von unten raus hier da war es rein dann gab es die Gegenbewegung unten rein und dann geht Gehen wir jetzt hoch. Und wenn es der Markt tatsächlich schafft, hier über dieses Zwischenhoch drüber zu laufen, über die 12.950-Punkte-Marke, dann haben wir die Dynamik wieder zur Oberseite liegen und dann können wir uns schön zur Oberseite auch mit ausrichten. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben noch im Stundenchart mit an. Da muss ich mal ein kleines bisschen zusammenraffen, aber da sieht man auch gut, ähm, worauf ich hier hinaus möchte. Und zwar schaut es euch an, ich skizziere es mal ganz kurz oder ich schaue mal ganz kurz, ob wir hier die Trenderkennung sauber genug haben. Naja, das ist mir zu klein. Okay, passt auf, Leute. Ich skizziere es mal. Ich will hier nämlich keinen durcheinander bringen. Hier, das ist das Bild, auf das ich momentan schaue. So, hier haben wir es. So, und jetzt schaut euch mal bitte unten diesen Bereich hier an. Einmal hier und einmal hier. Das sind so Bereiche, wir sind zwar technisch kurz hier unten drunter gelupft, aber es ist mehr oder weniger ein Preislevel. Und wenn wir jetzt sehen, wie schön der Markt sich nach oben entwickelt, dann haben wir durchaus gute Chancen, ja, aus diesem Kleinstabwärtstrend, der hier drunter läuft, weiter nach oben zu laufen. Und wir haben halt ein paar schöne Anlaufpunkte hier. Ich skizziere sie mal, bevor ich sie dann gleich reinlege. Hier im ganz Kleinen ja. Nummer 1, Nummer 2 und jetzt ein bisschen weiter gefasst hier oben. Nummer 3, das sind schöne Anlaufpunkte, die wir im kleinen Bild hier sehen. Das ist das, was den DAX jetzt voranbringen kann. Das heißt an dieser Stelle hier oben, das erst das dritte Hoch, was wir haben, die Marke von 12.900 ja, und um die 45. Und dann hier die schönen Anlaufbereiche aus der korrektiven Abwärtsphase für die Longseite, wenn wir tatsächlich oben drüber fliegen. So, und jetzt schauen wir nochmal, dass wir hier diesen Trend eingezeichnet bekommen. Und dann schauen wir uns das kleine für das kurzfristige Trading mal schön noch im 5-Minuten-Chart an, weil das ist ja das, was wir für das kurzfristige Trading im Tageschart definitiv benötigen. Also hier klick auf die 5 Minuten. Ja, und dann sehen wir schon schön den Aufwärtstrend in der Stunde am Laufen und wir sehen halt auch schön in den Bewegungs- und Korrekturarmen die Trends, dass auch die fünf Minuten schön nach oben trenden und hier sehen wir es halt wir haben wieder den Bewegungstrend in den fünf Minuten, der hat den Abwärtstrend hier, den kleinen entsprechend rausgenommen, für die, die es nicht sehen, skizziert es nochmal ein, es ist ja einfach ein Lernprozess, schaut mal hier, das war sozusagen äh, der Korrekturarm im Aufwärtsschub der Stunde und jetzt laufen wir trendig wieder schön nach oben und das Ganze hier reingelaufen, Und wie schon gesagt, wir können durchaus auch Korrektur nach unten sehen, aber solange wie wir nicht hier unten drunter fallen, unter das Zwischentief, unter die Marke äh, von 12.790, da sind wir weiter in der Long-Richtung drinnen und wenn wir uns das jetzt mal anschauen wollen nach oben hin, da haben wir dann doch durchaus die Chancen ähm, auf einen Schub nach oben. Wie schon gesagt, wir müssen jetzt erstmal die Zappelei sozusagen äh, hier durchziehen, wie der Markt aus der Eröffnung dann rauskommt, aber die Oberseiten haben wir definitiv da. Und wenn ich das mal ganz kurz etwas kleiner ähm, machen kann, wir sehen es halt hier schön oben rauf, wenn wir tatsächlich hier zur Fortsetzung das Trends auch in der 5 Minuten oben wieder ansetzen. Die Anlaufpunkte sind schön ersichtlich, die sind nicht zu weit weg fällt, also schön auch ins aktuelle Schwankungsbreitenbild rein, dass wir da durchaus die Chancen für die Oberseite auch mit wahrnehmen können. Das der Blick hier in den Dax. Weitere Fragen habe ich an dieser Stelle jetzt erstmal nicht. Ähm, tja, das heißt für mich an dieser Stelle diese Woche mal ausnahmsweise: Tschüss, ich mache morgen einen Tag frei, ähm, habe ein paar andere Dinge noch auf der Uhr. Äh, von der Seite her, ja, sage ich mal allen an dieser Stelle einen erfolgreichen Trading-Freitag. Morgen bitte dran denken: da sind die Non-Farm Payrolls, also die wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die ADP-Daten gestern haben ein sehr positives Bild gezeigt, aber. Moment, da wollte ich euch noch was sagen oder zu zeigen zu dem Thema ATP hier an dieser Stelle. Äh, wenn wir das mal ganz kurz schauen wollen, ich mache das Bild mal kurz ein bisschen größer hier, dass wir es besser sehen können. Da sehen wir mal kurz die Arbeitslosenentwicklung in den USA momentan. Das Bild ist hier besser zu sehen. Schaut mal hier. Das war diese riesengroße, gigantische Arbeitslosenzahl, die wir hier gesehen haben. Minus 20 Millionen. Ähm, im, wann war es gewesen? Im Mai. Ja, die Zahl ist immer noch da. Deswegen sieht man an dieser Stelle auch, wie wichtig dieses, äh, diese, dieses Stützungspaket jetzt ist, wenn wir tatsächlich äh, wieder ähm, Arbeitslosenhilfe sozusagen in das neue Programm kommen. Und dann, schaut euch das mal an, hier 20 Millionen weg, hier da und da und da und da und da. Da sind noch lange nicht das rausgeholt worden, was wir hier im Mai verloren haben. und das ist der Punkt, wo man einfach sagen muss: der Arbeitsmarkt ist weiterhin ähm, ja doch mit sehr sehr vielen Arbeitslosen versehen in den USA. und das muss erstmal weg. und das ist dann interessant wir haben schon eine, sage ich mal, jetzt gute Marke bekommen hier an dieser Stelle. Ähm, wir haben einen positiven Markt gehabt. Äh, das ist gut gewesen. Also etwas Steigerung gesehen, auch etwas über der Prognose. Moment, ich mache es mal kurz ein bisschen kleiner, dass wir hier mal sehen. Wir hatten eine Prognose äh, von 650.000, 749.000 sind es am Ende geworden. Also wir haben die Prognose übertroffen. Das ist gut für die Märkte. Und wenn wir das Ganze auch bestätigt bekommen äh, zu den Non-Farm Paywalls am morgigen Freitag, ist das auch positiv, könnte also die Märkte weiter positiv beflügeln. Wir schauen, was kommt, was die Märkte daraus machen. Es wird volatil bleiben, das vermute ich mal an dieser Stelle. Ähm, aber die Aufwärtsrichtung ist auf alle Fälle immer wieder zu sehen, dass der Markt positiv nach oben will. Also das passt soweit. Und damit sage ich danke für heute und ja, bis nächste Woche. Ciao und danke fürs Zuschauen. Bye, bye.